Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Isso und heute reden wir über ein Thema, was wirklich voll wichtig ist. Über das Thema reden die Leute aber nicht so gerne. Umso wichtiger ist es, dass wir heute darüber reden. Also, Thema heute ist sexualisierte Gewalt gegen Jungs. Aber was ist das überhaupt? Das ist, wenn jemand, der sich selbst als Junge sieht, etwas angetan bekommt, was er nicht will und was mit Sexualität zu tun hat. Das können unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Situationen sein. Das ist zum Beispiel Tom. Hi, Isso. Hi, Tom. Tom ist 10 und mega die Sportskanone. In seinem Fußballteam sind 2 Jungs, die nackt beim Duschen immer auf den Hintern hauen. Tom mag das gar nicht, aber die Jungs finden das witzig und lachen. Also lacht er auch. Aber eigentlich ist mir gar nicht nach Lachen. Aber wenn ich mich beschwere, dann werden sie sich erst recht lustig machen. Tom ist ein bisschen verzweifelt. Er liebt das Fußballspielen. Aber seit dem Hinternhauen hat er nicht so wirklich Lust, zum Training zu gehen. Oder Erkan. Erkan ist 11, sieht aber viel älter aus. Ey, echt? Erkan ist in einer Chatgruppe mit Kindern aus seiner Nachbarschaft. Manchmal schreibt ihn ein älteres Mädchen an. Luisa. Die hat ihm letzten Fotos von sich geschickt, in denen sie in Unterwäsche war. Sie wollte von Erkan wissen, ob sie ihr steht. Das ist voll unangenehm. Peinlich, einfach so eine Art Nacktbilder von irgendwem zu kriegen. Und dann sind die da auf deinem Handy. Am liebsten würde Erkan ihr schreiben, sie soll das lassen. Ey. Aber dann kriegt er bestimmt Ärger von ihr. Sie ist viel älter und beliebter bei den anderen. Also hat er ihr erstmal geschrieben, dass ihr alles gut steht. Seitdem nervt sie ihn leider mit noch mehr Fotos und noch mehr Nachrichten. Oder Jamie. Hi, ich bin Jamie, ich bin 14 und liebe Musik. Jamie wohnt bei seinem Vater. Der arbeitet leider viel und bringt Jamie deswegen oft zu seinem Onkel. Das ist eigentlich voll cool. Letztens, als der Onkel geraucht hat, durfte Jamie sogar einmal ziehen. Jamie war glücklich, er hatte das Gefühl, dass sein Onkel ihn ernst nimmt. Manchmal kabbeln die beiden sich auch. Und letztens hat dabei Jamies Onkel seine Hand zwischen Jamies Beine gelegt und ihn da gestreichelt. Ich habe gleich gemerkt, dass ich das nicht will. Und trotzdem hat alles gekribbelt und sich aufregend angefühlt. Mein Kopf hat sich einfach ausgeschaltet. Seinem Vater kann er das nicht sagen. Jamie denkt, der würde ihm eh nicht glauben. Seht ihr? 3 Jungen und 3 ganz unterschiedliche Geschichten. Aber alle haben mit sexualisierter Gewalt zu tun. Jamies Onkel berührt ihn nicht versehentlich am Ellbogen. Er fasst ihm absichtlich zwischen die Beine. Das ist ein sexueller Körperbereich und er tut das mit einer sexuellen Absicht. Das dürfen Erwachsene nicht. Das ist eine Straftat. Bei Erkan geht es um Luisas Bilder, die sexuell erregend sein können. Bilder in Unterwäsche zu verschicken, nennt man Sexting. Das ist nur okay, wenn beide das wollen. Dann nennt man das Konsens. Bei Erkan ist das aber kein Konsens. Er fühlt sich von den Nachrichten und Bildern bedrängt. Ist so. Und bei Tom? Die Jungs machen sich auf Toms Kosten lustig und nutzen aus, dass der Hintern ein intimer Körperteil ist. Für ihn und für viele andere auch. Und dort sind wir nackt meist noch verletzbarer als angezogen. Also, sexualisierte Gewalt kann von anderen Kindern oder von Erwachsenen ausgehen, egal welchen Geschlechts. Sie kann im direkten Kontakt oder über soziale Medien stattfinden. Die Geschichten von Jamie, Erkan und Tom sind nur Beispiele. Es gibt noch ganz viele andere Formen von sexualisierter Gewalt. Aber eins ist klar, sie ist nie okay. Hey, was würdest du machen, wenn dir so etwas passiert? Denk mal kurz nach. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Wenn du wissen willst, was Jamie, Erkan und Tom gemacht haben, dann klick hier auf der Website auf die Audios. Am Ende der Audios komme ich auch nochmal kurz dazu. Bis später oder bis dann. Dein Isso.